Welche irdischen Herausforderungen musst du bestehen? Welche spirituellen Herausforderungen stellen sich dir? Was sind deine weltlichen Talente? Was sind deine spirituellen Talente? Was ist das Ziel in dieser Welt für dich? Und was für ein spirituelles Ziel hast du? Beziehungsweise, was ist letztendlich deine Seelenbestimmung? Die spirituelle Numerologie gibt darauf ganz klare Antworten. Es ist eine andere Form der Numerologie. Sie kommt aus dem Hebräischen. Dort gibt es ein Alphabet mit 22 Buchstaben. Diesen Buchstaben ist ein Zahlenwert, ein Laut und Begriffe zugeordnet. Die Buchstaben werden in drei Gruppen unterteilt. Es gibt die Mutterbuchstaben, sie stellen die göttliche Trinität dar. Dann gibt es die dualen Buchstaben, beziehungsweise Doppelbuchstaben. Sie stellen die Dualität dar, wie zum Beispiel Reichtum, Armut, Frieden, Krieg oder Leben, Tod. Und dann gibt es noch die einfachen Buchstaben und sie stehen für Begriffe wie Riechen, Schmecken, Schlafen, Arbeit und so weiter. Bei der Numerologie geht es letztlich um Energien, die dargestellt werden. Und wie kann man herausfinden, welche Energien dein Name zum Beispiel darstellt? Indem man deinen Namen nimmt und jetzt in Zahlen umwandelt. Im Einleitungsvideo wird dir dies genau erklärt, wie du dies tun kannst. Schau es dir bitte dafür an. Das Einleitungsvideo Spirituelle Numerologie. In der folgenden Videoserie werde ich nun die verschiedenen irdischen Karmas erklären, beziehungsweise die irdischen Lernaufgaben. Wichtig ist noch zu wissen, dass die Hindernisse, die du im Leben zu durchleben hast, beziehungsweise die Herausforderungen, denen du dich stellen musst oder in die du hineingezwungen wirst, die helfen dir immer mehr, die Blockaden deiner Lernaufgabe zum Verschwinden zu bringen. Jetzt kannst du dir aber auch sehr helfen, indem du dich deinen Talenten widmest. Denn je mehr du Dinge ausführst, die deinem Wesen, deiner Art entsprechen, umso leichter wirst du dich tun, auch mit deinen Lernaufgaben. Und das Ziel letztlich, wenn du dein Ziel kennst, dann weißt du ja, worauf du dich fokussieren musst. Aus dieser Vielfalt an Informationen, die das spirituelle Numeroskop bietet, habe ich jetzt diesen einen Punkt, nämlich die weltliche Lernaufgabe, herausgepickt für dich. In diesem Video behandeln wir nun das irdische Karma, die irdische Lernaufgabe mit der Nummer 7. Ich lese dir nun vor, was die irdische Lernaufgabe mit der Nummer 7 bedeutet. Du neigst zum Träumen und kannst deine starke Persönlichkeit in dir selbst nicht erkennen. Es fällt dir schwer, eigene Entscheidungen zu treffen und anderen neue Wege aufzeigen. Manchmal kannst du nicht mal mit zwei Menschen dich gleichzeitig unterhalten, weil du so ruhig und in dich gekehrt bist. Du musst lernen zu kommunizieren. Du bist schüchtern, handelst vorsichtig, bist ein Zweifler und unentschlossen. Du probierst nicht gerne Neues aus, hast manchmal Schwierigkeiten, das Leben zu akzeptieren und mit deinen Gefühlen in ein inneres Gleichgewicht zu kommen. Du investierst deine Energie in Planungen, ohne sie umzusetzen. Das alles führt zu der Unfähigkeit, dich selbst und deine Realität zu akzeptieren. Es ist die Zwillingsenergie mit ihren zwei Gesichtern, hinter der du dich versteckst. Es gilt, die Maske abzunehmen und dich ganz zu zeigen. Du neigst dazu, in Unentschiedenheit zu verharren, ob du deine Wahrheit leben oder die Fassade, die du anderen zeigst, benutzen sollst. Lerne, Entscheidungen zu treffen und zu vollenden. Dies war nun deine irdische Lernaufgabe anhand der spirituellen Numerologie. Wenn du nun wissen willst, was deine spirituelle Lernaufgabe bzw. dein spirituelles und irdisches Ziel ist, als auch deine Seelenbestimmung,
und dein irdisches und spirituelles Talent? Dann klick jetzt bitte unten auf den Link. Dort wirst du weitergeleitet auf den Shop und du kannst dort deine ausführliche spirituelle Namensanalyse bestellen. Ansonsten biete ich dir kostenlos an, dir das eben Vorgelesene, sprich deine irdische Lernaufgabe, dein irdisches Karma, kostenlos zuzusenden. Klick dafür auch unten auf den anderen Link und schick mir deine Daten und dann erhältst du von mir deine irdische Lernaufgabe kostenlos zugesandt. Ansonsten abonniere bitte diesen Kanal, damit du auf dem Laufenden bleibst, wenn neue Videos zum Thema Selbsterkenntnis erscheinen. Vielen Dank, mach's gut!